So, und hier bin ich wieder. So, also wie gesagt, ich habe gerade bis Stufe 9 offscreen trainiert. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ja, ganz einfach, um schon nicht beim ersten Boss direkt zu verkacken. Und ich werde euch mal kurz zeigen, also hier oben waren immer Heiltränke, also sprich Krafttränke. Und auch auf in der Holzkiste waren auch Krafttränke und oben rechts waren immer Heiltränke und ich bin immer raus und reingegangen und hab ja die Monster gemacht, bis ich Stufe 9 war. So, und jetzt sprechen wir den Baum an. Das ist der seltsame Baum, von dem ich dir erzählt habe. Ja, sie zerhackt den Baum und prompt taucht wieder das nächste Monster auf. Hehe! Überraschung! Oh, der Stier hat Kalia vergiftet. Er hat mich vergiftet. Vergiftet, genau wie die Bäume. Und sie hat Sprachstörungen. Eieiei, das ist aber nicht gut. Und willkommen beim zweiten Boss. Allerdings hat sich die Bossmusik jetzt verändert. Und so ist sie bis zum vorletzten Boss. Beim letzten Boss ändert sich die Bossmusik natürlich auch nochmal. Kenner stimmen mir jetzt zu, die das Spiel jetzt kennen. Und hört euch die Bossmusik an. Die ist doch genial. Und der Boss heißt Minotaurus. Na gut. Und wir machen an ihm 80 Schaden. Hm? Und Kalia schlägt vorbei. Eieiei. Rundumschlag. Mit der Axt. Hm? Und er guckt böse. Donneraxt. Eieiei. Okay, da ich jetzt ein bisschen trainiert habe, macht er nicht so viel Schaden. Wenn man jetzt nicht trainiert hätte und ihn auf Stufe 2 oder 3 direkt den Minotaurus bekämpft, dann hätte man natürlich jetzt ein bisschen Probleme. Deswegen habe ich gesagt, ich trainiere ein bisschen. Und das war jetzt kein Problem. Und Kalia fällt um. Was ist passiert? Sobald ich das Kraftelixier genommen habe, geht es mir wieder gut. Woher weißt du jetzt vom Kraftelixier, Kalia? Aber das Kraftelixier ist im Sandtempel. Macht euch keine Sorgen, ich werde es finden. Und woher weißt du, dass es hier einen Sandtempel gibt, Kalia? Nee, du bist manchmal toll. Also, du bist eine gute Frau, sagen wir es nur so. Nimm die Axt an dich, bevor du gehst. Oh, toll, wir haben jetzt die Axt von ihr bekommen, sehr schön. Ich werde zurückkommen. Ja. Ja, der Minotaurus, das war jetzt wirklich ein leichter Boss. Aber nachher kommen anspruchsvollere Bosse, glaub mir. Gut, das war's erstmal von der Testaufnahme. Ich habe ja gesagt, heute nehme ich eine etwas kürzere auf, nicht so wie bei Yoshi. Und ja, ich hoffe, ihr werdet euch noch ein bisschen gedulden, bis ich jetzt endlich in 2 Wochen jetzt mit der mit dem Let's Play jetzt richtig anfange. Und ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Ich melde mich dann beim ersten Let's Play dann wieder. Zwischendurch werde ich ein paar Musiklieder noch hochladen, also falls ihr auf Musik Bock haben sollte, dann könnt ihr euch ruhig meine Musikliste euch anhören. Ich hoffe, dass da auch ein paar Musiktitel dabei sind, die euch auch gefallen werden. Und ich melde mich dann, wenn mein erstes Let's Play kommt und das wird Terranigma sein, das habe ich ja schon oft genug gesagt. Und ja, jetzt melde ich mich erstmal ab. Bis demnächst, wünsche euch euer Lufia Evolution 666. Bis dahin. Ciao.